zum Finale von Okami HD. Wir sind im Moment auf der Karte, sehen wir es bei der Arche, nur bei dem Teleportpunkt, von dem aus man es nicht erreichen kann. Wollte ich nur kurz nochmal abgrasen. Hier sind noch ein paar Truhen und ein Bär zum Füttern, weil wir sicher noch genug Glück bekommen, um irgendwas zu upgraden. Und ja, sobald wir hier die Truhen geholt haben, gehen wir auf zur Arche selber, in der das große Finale stattfinden wird. Nachdem wir in den letzten Folgen den Secret Boss sowie die drei Kampfprüfungen hinter uns gebracht haben. Ziemlich stabil, würde ich sagen, hat das Ganze funktioniert. Also, ich habe keine Ahnung, wie lange ich genau brauchen werde. Ich weiß nur, dass verdammt viele Cutscenes kommen werden. Und dass wer auch immer diesen Teleporter gesetzt hat, irgendwelche Stoffe intus hatte. Und ich sagte, danke. Oder irgendwie den zu einer Einbahnstraße machen, dass man von da zwar runter kann, aber nicht andersrum. Ja, das hat übrigens was anderes mit Teleporter gemacht. Ja, aber bei dem war es ja nicht nötig. Also, hier, für die Zuschauer, das habe ich schon bemerkt. Olaf labert hier wie immer die ganze Zeit. Man hört den nur nicht mit den Audioeinstellungen, die ich habe. Die einzige Möglichkeit, wie man hören würde, wäre, wenn man mich auf 387 Dezibel hören würde. Das dümmste an der Situation ist, beim anständigen Teleporter braucht man es nicht, weil da ist ein normaler um die Ecke. Tja. Deswegen werde ich vielleicht mal ein paar relativ wichtige Sachen übersetzen, die er sagt. Heißt, ihr werdet nicht viel von ihm mitbekommen. Apropos, hier geht's lang. Wir müssen jetzt halt diesen Umweg nehmen aufgrund Mangel eines Teleporters, aber gibt Schlimmeres. Jetzt sind wir wieder bei der Arche. Dieses Mal am Punkt, an dem wir tatsächlich was machen können. Boah, bei der dritten Kampfprüfung, letzte Folge, habe ich, oder? Hatte ich da onscreen gespeichert? Ach stimmt, ich habe zweimal gesaved, lul. Weil ich wollte da gerade sagen, nach dem zweiten Save war wirklich eine Sekunde später Spielabsturz und ich hatte vergessen, dass ich schon mal gesaved habe und war so erleichtert, dass der Save gerade war. Die Arche der Amato, sie schwebt am Himmel. Wie kann so ein riesiges Ding in den Himmel aufsteigen? Das muss bedeuten, dass die alten Legenden wahr sind. Willst du mir die Legende jetzt nochmal erzählen? Die Legende darüber, wie diese Arche aus der göttlichen Ebene auf unsere Welt abstützt und im Laochi-See versank. Das kennen wir schon. Sekunde, aber... Hier, Oki, mit dir will ich nochmal reden. Die Wand aus Eis soll zerschmettert werden und den Weg in den Himmel freigeben, wenn Kuton silbern strahlt. Die Wand aus Eis in der Prophezeiung ist nicht der dämonische Schneesturm. Es ist vielmehr das Eis auf unserem permanent gefrorenen See. Amaterasu, wenn die Eiche der Weg in den Himmel ist, dann musst du auf das Schiff. Auch wenn wir uns noch nicht lange kennen, so weiß ich doch bereits, was für eine Art Wesen du bist. Auf dich wartet da vorne das Reich der Götter. Es ist eine Reise, auf die der Rest von uns nicht gehen kann. Aber du wusstest das, oder nicht, Amaterasu? Die Eiche der Amato, man sagt, sie sei vom Himmel gefallen. Sie ist wirklich ehrfurchtgebietend. Ja gut, der hat nichts zu sagen. Mit der Kleinen habe ich keinen Bock zu reden, die labert so behindert. Wir machen uns auf über die Regenbogen. Danke! Warte, Emmy! Du weißt, was passiert, wenn du über diese Regenbogenbrücke und an Bord der Arche der Yamato gehst, oder? Ich meine, das Boot bringt Unglück. Die Leute von Kamui wissen das alle. Es ist das meistgehasste und meistgefürchtete Ding im ganzen Land. Selbst die alten Legenden haben nichts Gutes über das Schiff, noch über den Laochi-See zu sagen. Und du weißt, es gibt keinen Weg zurück, wenn du erstmal an Bord von dem Ding bist. Das ist, als ob du was sagen wolltest. Undertale-Reference? Was? Verstehe ich nicht, was ist ein Undertale?
Noch nicht, weil tatsächlich kann man, wie mir gerade eingefallen ist, wirklich nicht mehr zurück. Auch wenn da drin Safe Point ist, stand hier nicht auch irgendwo ein Safe ohne Teleporter? Ja. Dann will ich hier mal ein Safe setzen, dass ich einfach, wenn ich irgendwann mal Lust habe, wieder außerhalb der Eiche in Spielstand gehen kann. Weil es ist wirklich, wie gesagt, wenn man einmal drin ist, kommt man nicht mehr raus. So, die Undertale-Referenz überspringen wir. Ich verstehe. Nun, ich schätze mal, dass es dann jetzt wohl losgeht, Emmy. Lass dich nicht wie vor 100 Jahren umbringen. Also, wenn man es ganz genau sieht, war das zwar mein Ich vor 100 Jahren, aber eigentlich erst vor irgendwie ein, zwei Tagen, weil es ist ja in die Zukunft gereist und da, okay. Ja, andererseits ist Shiranui ja dann noch zurückgereist in die Vergangenheit und da erst an den Verletzungen aus dieser Zeit gestorben. Machen wir weiter. Ich glaube, diese Philosophie ist gerade nicht das Thema. Warte mal, Emmy. Nun. Wir haben zusammen eine Menge durchgemacht. Nur anscheinend kein Deutschunterricht. Wie lange ist es her, dass wir uns das erste Mal trafen? Wie lange läuft das Spiel? 2 Wochen. Und ich brauche mal das Ding für einen Laptop hier. Der muss so stehen, weil ansonsten überhitzt das Ding gerne. Alles fing in dem Tal mit Sakuyas großen... Ist das dein Ernst? Hüteten! Dann haben wir Orochi fertig gemacht. Ja, das war genau das zweite, was wir in der Story gemacht haben. Die ersten beiden Dungeons skippen wir. Danach diese Fuchsschlange. ich glaube, du überspringst die halbe Story und mit halb... Ja, jetzt gehst du auch noch in die falsche Reihenfolge. Wir waren sogar im Körper des Kaisers und sind auch auf dem Grund des Meeres gewesen. Und dann, bevor ich's wusste, habe ich mich in meinem eigenen Land wiedergefunden. Und jetzt endet es alles mit dem Auftauchen dieser legendären Arche. Aber für dich ist das erst der Beginn eines noch viel größeren Abenteuers. Tut mir leid, Emmy. Ich befürchte, hier müssen wir uns verabschieden. Echt? Auch möglich. Auch wenn es irgendwie schon verständlich wäre, wenn man wirklich nicht mehr von da drin zurückkommt, ne? Der kommt halt von hier. Wie ich es dir am Anfang gesagt habe, ich bin mit dir zusammen losgezogen, damit ich deine 13 Pinseltechniken klauen kann. Zumindest ist er ehrlich. Wir haben sie alle auf unseren Reisen gefunden. Und jetzt ist jeder einzelne für immer in meinem Geist eingebrannt. Ist nicht so, dass ich sie schon gemeistert hätte, aber ich habe vor, eine Menge Spaß mit meinen neuen Fähigkeiten zu haben. Es ist schon traurig, dich weggehen zu sehen. Aber du musst tun, was du tun musst. Pass auf dich auf, Kumpel. Nein, Emmy, nicht! Sieh mal, du bist ein Gott! Ich bin ein Geist! Du bist ein fucking Mistkäfer. Ich meine, wir leben in total anderen Welten. Der Weg, der vor dir liegt, mag ein schwieriger sein. Aber du musst ihn alleine gehen. Hey, ich weiß. Es ist nur, ich habe auch Verpflichtungen, die ich erfüllen muss, weißt du? Nun, um es kurz zu machen... Ich mag keine langen Abschiede. Leb wohl, meine pelzige Freundin. Hör sofort auf, Fake-Null! Wie oft muss ich's dir noch sagen? Wir müssen jetzt beide auf unterschiedlichen Wegen weitergehen. Ich hab damit kein Problem, verpiss dich! Und jetzt lass mich endlich allein, du dickköpfige Fellmasse. Ist das dein Ernst? Er hat recht, Darling. Dein Weg führt dich auf diese Arche. Ja, und dich auch. Das habe ich mir schon gedacht. Du schon wieder? Endlich.
Endlich hat sich der Pfad in den Himmel geöffnet. Wie fantastisch. Wie lange habe ich diesen Moment herbeigesehnt? 200 Jahre? Nein, es muss viel länger sein. Wovon sprichst du denn jetzt schon wieder? Du Spinner! Ein Pfad in den Himmel? Auf diesem unheimlichen Schrotthaufen? Was für ein passender Abgang für einen Möchtegern-Propheten wie dich! Ich habe keine Idee, was ihr vorhabt. Und ehrlich gesagt, interessiert es mich auch nicht. Ich bin nicht mehr ein Teil dieser Geschichte. Also werde ich euch verlassen. Noch viel Spaß, ihr beiden. Ja, verpiss dich. Wir haben wohl Angst vor der legendären Arche, was? Nein, motivier ihn nicht. Don't. Was hast du da gesagt? Nun, wenn du gehen musst, dann geh. Und außerdem, nur diejenigen, die der Reise in den Himmel würdig sind, dürfen die sagenhafte Arche der Yamato betreten. Du hattest noch nie ein Ticket und du wirst auch nie eins haben. Was? Du närrischer, unfähiger, mächtiger Prophet, du versuchst, mich reinzulegen, damit ich an Bord dieses dummen Schiffs gehe? Warum glaube ich, das funktioniert? Auf sowas falle ich nicht rein, ich bin doch kein Narr. Also wirklich. Warte einen Moment, ich weiß. Vielleicht sollte ich einfach kurz auf dein kleines Schiff hüpfen. Genau, und dann werde ich das Schiff in Stücke zerfetzen. Als kleines Abschiedsgeschenk für dich. Ach, der darf echt nicht drauf? Finde ich gut. Gib mir nicht die Schuld. Ich hab's dir doch gesagt. Nur diejenigen, die der Reise in den Himmel würdig sind, können die Arche betreten. Aber das muss ich dir ja nicht sagen, mein kleiner springender Freund. Du weißt doch ganz genau, warum du diese Arche nicht betreten kannst. Habe ich nicht recht, kleiner göttlicher Gesandter? Nun, es ist an der Zeit. Jui! Mein kleiner Freund, ich habe eine weitere Prophezeiung für dich. Hör mir gut zu. Verpiss dich. Ach so. Denn dies wird sich für dich als sehr nützlich erweisen. Für ein Tango werden immer zwei benötigt. What the fuck? Ja, das ist weird. Das Band des Pinsels wird vermitteln. Ah, yes. Ich dachte mir, ich sollte dir die lange Version geben, da es meine letzte Prophezeiung ist. Ganz gut gelungen, findest du nicht auch? Diejenigen, die ihr eigenes Schicksal nicht erfüllen wollen, können die Fähre zur göttlichen Ebene nicht betreten. Im Leben geht es immer um Entschlossenheit. Das Ergebnis ist anders, ich meine zweitrangig. Es ist die Entschlossenheit, die den Wert deines Lebens bestimmt. Du hast ohne Zweifel eine Menge solcher Leute auf deinen Reisen getroffen. Ist die Message von seiner Botschaft jetzt, dass Isun wertlos ist? Wenn ja, stimme ich zu. Also, mein kleiner springender Freund, ich muss mich jetzt von dir verabschieden. Wollen wir, Darling? Wir haben eine Verabredung mit dem Schicksal. Und wir sollten es nicht warten lassen. Oh, ich glaube, das hat Zeit. Können wir jetzt gehen? Ah, danke. Wenn du nicht von allein willst, dann muss ich das Spiel wohl zwingen. Und ich bin voll dafür. Ich dachte, wir müssen den das ganze Spiel ertragen, aber yay, die letzte Spielstunde oder so dürfen wir sogar ohne. Mann, danke dafür. Arche der Yamato. Ach, es waren 5 Bosse, wenn ich es richtig sehe.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jawohl. Ich meine natürlich, das hier sind keine Boss-Rematches. Das sieht nur so aus. Ach du meine Güte, ich kann es kaum glauben. Meine Augen mögen die ganze Zeit von Finsternis umhüllt gewesen sein, aber ich erkenne eine göttliche Wesenheit, wenn sie vor mir steht. Okami Amaterasu. Echt jetzt? Das ist der Name? Scheiße. Und ich habe neulich wen ausgelacht, weil er dachte, der Charakter heißt Okami. Ah! Fuck! Du bist nach Hause gekommen. Ich, Marco, möchte dich im Namen aller göttlichen Wesen willkommen heißen. Ja, Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ich sagte, du wärst nach Hause gekommen, aber das war natürlich falsch. Hier sind wir im Innern dieser verfluchten Eiche, die vom Himmel fiel. Es ist nicht wie unsere wunderbare Heimat, die göttliche Ebene. Leider verbleibt nur mein Geist in dieser Welt. Er ist hier schon seit langer Zeit gefangen. Vielleicht war es mein Schicksal, Okami Amaterasu. Ich würde dir sehr dankbar sein, wenn du uns ein kleines Geschenk gewähren könntest. Nicht für mich, sondern für alle, die der Tod ereilt hat. Als Gegenleistung werde ich dir geben, was ich kann. Ich bin sicher, das würde die Moral von allen verbessern. Ah ja. Gibt's noch irgendwas, was ich nutzen könnte? Irgendwie nicht. Nichts Krasses. Ich meine, ich würde sagen, ich kaufe jetzt einfach mal aus Prinzip das da noch. Die Sache ist sie. Wozu brauche ich die jetzt? Ich meine einfach, die letzten zwei vor allem. Der hat einen. Hey, ach nee, ich habe keine Kohle mehr, oh. Und, mach mal die Tür zu. Ich habe keine Kohle mehr, aber das können wir ändern. Ja, nicht nur die, ich habe mehrere Schätze. So, ich kaufe die einfach für einen Flex nochmal und... ich habe noch 4 Goldstaub und 5 nicht verstärkte Waffen, wenn ich es richtig sehe. Ja, egal. Ich nutze die jetzt einfach mal, weil warum nicht? So, und das letzte Schwert wird gemobbt. Aber stimmt, ich habe die letzte Monsterliste nicht gemacht, aber das werde ich auch definitiv nicht mehr nachholen. Also, hier habe ich den Weg zu, okay, das sieht ein bisschen komisch aus, aber ich schätze mal, es soll Orochi darstellen, auch wenn es aussieht wie ein Kerzenhalter. Das ist Pesttauch, das ist die Spinnenkönigin, Rothelm und Neunschwanz. Ich würde sagen, wir machen die Reihenfolge, die wir auch im Spiel hatten. Was heißt das? Das heißt, ich habe bisher dieses Finale mal gespielt. Und ich selber Reihenfolge von links nach rechts. Ja, was juckt mich, was du machst? Ach du meine Güte, wenn ich mich nicht irre, bist du aus unserem Zuhause der göttlichen Ebene. Du bist das Okami Amaterasu. Wer hätte gedacht, dass wir uns nach all dieser Zeit wieder treffen würden? Meine ganze Warterei unter dem dunkelkalten Eis hat sich ausgezahlt. Wir Göttlichen mögen unsere physische Form verloren haben. Aber labern können wir immer noch. Ich will heute den fucking Boss Rush eigentlich noch beenden. Aber unsere Seelen leben weiter und werden für alle Ewigkeit mit dir sein. Unsere Herzen waren gebrochen nach der Schlacht auf der göttlichen Ebene, als du mit diesem Monster auf diese Welt gefallen bist. Wir schafften es zu entkommen, bevor es passierte, aber wir wussten nur wenig über die Tragödie, die uns heimsuchen sollte. Du willst mir jetzt nicht nochmal das erklären, oder? Nachdem wir von der Schlacht davonrannten, gingen wir an Bord der Arche der Yamato in der Hoffnung zu entkommen. Aber kurz nachdem wir die Segel gehisst hatten, erschienen zahllose Monster aus den Tiefen der Arche. Ohne Fluchtmöglichkeit wurden wir alle von den Monstern vernichtet. Diese Arche, die von der Mondkultur gebaut wurde, stellte sich als Frachtschiff zum Transport von Tausenden von Monstern heraus. Nicht lange nachdem die Segel gehisst waren, verlor die Arche das Ruder und stürzte auf diese Welt herab. Die göttlichen Wesen an Bord
Jeder einzelne von uns wurde niedergemacht. Das klingt nach Mobbing. Ich weiß nicht, wieso der Mondstamm so ein Ding gebaut hat, aber als die Arche auf diese Welt stürzte und diese Tragödie verursachte, das war mehr als eine Katastrophe. Okami Amaterasu, es scheint, dass die Arche wieder begonnen hat, sich zu bewegen. Aber dieser Ort ist wie ein Nest der finsteren Wesen. Bitte pass auf, dass du nicht von der Finsternis verschluckt wirst. Darf ich jetzt losgehen? Danke. Ich dachte schon, das wird heute nichts mehr. Dann können wir wohl endlich mit dem Boss Rush beginnen. Mit Runde 1, Spinnenkönigin. Weil wir nicht genug gegen Banditenspinnen gekämpft haben in diesem Run. Dann eben noch die Spinnenkönigin selber. Wir brauchen noch einen fünften Kampf nach dem Prinzip. Wait, ich kann... Das ist eine Möglichkeit? Gut, dass ich das beim Finale lerne. Mach doch. Ich glaube, das war ganz guter Schaden. Also, weiter. Wir machen hier auch den kürzesten Kampf gegen Spinnengegner draus. Und wurde ich gerade getroffen? Ich glaube schon. Willst du mich verarschen? Ich kann mit... Ja. Wir sind Fokus, das müsste reichen, wenn ich nicht verkacke. Und ich verkacke gerade immens. Du willst mir jetzt sagen, dass... So, reicht. Das am Ende war doch mal ein bisschen billig, aber wir haben den Kampf gut geschafft. Wirklich der beste Kampf gegen Spinnengegner in diesem Playthrough. Gibt noch mal 80.000. War die überhaupt gebufft? War sie? Ich bin nur die Banditenspinnen gewohnt. Also... Ersten Boss haben wir hinter uns. Weiter geht's. Ich überlege gerade nur... Hier, das kannst du mir doch bestimmt sagen. Ist Orochi hier in dem Boss Rush der wahre Orochi oder der vom dritten Dungeon? Weil das wird einfach beeinflussen, in welcher Reihenfolge ich die mache. Dann wird Orochi an letzter Stelle kommen. Okami Amaterasu. Es scheint, als ob ein finsteres Wesen verschwunden sei. Wenn doch nur die böse Kraft aus unserer Mitte verschwinden würde. Dann, da bin ich mir sicher, würde die Arche wieder zur göttlichen Ebene zurückkehren. Ich war bereit für die Unsterblichkeit, aber jetzt scheint es, als sei die Zeit für meine Seele gekommen zu gehen. Es hat meinem Herzen Freude gemacht, dass ich dich getroffen habe, bevor ich gehe. Ich hoffe, dass du zur göttlichen Ebene zurückkehren kannst, Amaterasu. Und dass du das Licht wieder in diese Welt bringst. Tja. Also, als zweites kommt auf jeden Fall, ganz ohne Diskussion, Rothelm. Der hockt da. Dann hier rüber, wer will mich jetzt zulabern? Oh, ja, das ist eine gute Überraschung. Niemand! Und ich guck mal nebenbei, wie weit das Video gerendert ist. Okay, Hälfte. Warum?
Ich muss jetzt erstmal wieder überlegen, wie der Kampf funktioniert hat. Irgendwie dem sein Schild muss man doch zerstören. Und irgendwas mit Wind war da auch, aber das war, glaube ich, erst zweite Phase. Was? Ach so, ja, aber jetzt. Dem seine Leben wurden, glaube ich, nicht gebufft. Kann das? Dem seine Leben wurden, glaube ich, nicht gebufft. Wow, Mann, hatte der viel Ausdauer. Das sind ja verdiente 80.000. Da war gefühlt die erste Runde der ersten Kampfprüfung schwerer. Und mit gefühlt meine ich nicht nur gefühlt. What the fuck ist mit Rothelm, Digga? Kann der auch was? Oh, stimmt. Wie scheiße wird denn der jetzt? Ach, und da ist ja noch ein Save Point. Hä, warum? Die Bosse sind so schwer, Digga. Nein, weil das Save Point anheilt. Das kommt noch dazu. Und ich würde schätzen, das Heilwasser, oder? Das ist hier der Eingang. Ja gut. Naja, aber brauchen wir jetzt ehrlich gesagt eben auch nicht jucken. Erstens, weil es unnötig ist. Zweitens, weil es noch aus einem anderen Grund unnötig ist. Weiter. Ein Boss Rush will ich an sich heute schon noch beenden, aber wenn die mich zulabern, könnte es sehr knapp werden. Definitiv. Du bist es, Okami Amaterasu. Ich hatte mich schon gewundert, als die Arche anfing, sich zu bewegen. Seht und staunt, es ist der Wächter unserer Heimat der göttlichen Ebene. Ja. Warum musste uns so eine Tragödie passieren? Diese Arche war von der Mondkultur als Rettungsboot gebaut worden. Sie war viele Jahre lang auf der göttlichen Ebene aufbewahrt worden. Wir glaubten, es würde sicher sein, um unsere zukünftige Existenz zu sichern. Sind wir auf die Arche geflohen, als die Monster uns angriffen? Woher hätten wir wissen sollen, dass diese Arche unser Sarg werden würde? Ich weiß nicht. Vielleicht war es unser Schicksal. Vielleicht war alles von Beginn an vorbestimmt. Och, noch mehr. Dieses Monster, Orochi, das die göttliche Ebene angegriffen hatte, kam plötzlich über die See der Sterne geflogen. Und nachdem es unsere Leute und unsere Heimat zerstört hatte, fuhr es damit fort, auf dieser Welt Leid und Schmerz zu verursachen. Vielleicht war das alles vom Mondstamm so geplant gewesen? Was weiß ich? Mir ist es relativ schnuppe, wir machen jetzt den nächsten Boss, der wahrscheinlich noch einfacher wird. Leute, das wird lustig. Kann ich den one-shotten? Ah, stimmt, ich muss ja warten. Oh, nicht im Ansatz. Hier, das ist ja nicht im Ansatz. Oh, ich muss ja das Schwert angreifen. Mann, war trotzdem mega schwer. Die sollen mal nicht so abgehen bei diesem Boss Rush. Das Finale ist ja so viel schwerer als die dritte Kampfprüfung. Darf ich eigentlich... Okay, stimmt. Ich wollte gerade hinterfragen, warum ich hier überhaupt Geld bekomme. Aber da ist ein Typ, der mir was verkauft am Eingang, lol. Auch wenn ich mir denke, brauche ich sehr dringend bei der Schwierigkeit. Also... ist mir relativ schnuppe. Okami Amaterasu, ich habe die Anwesenheit von jemandem auf der Arche gespürt. Könnte das vielleicht dieser Mann vom Mondstamm sein? Meinst du Waka? Ja. Ich kann seinen Schmerz tief innerhalb der Arche spüren. Amaterasu, du musst ihn sofort retten. Du musst diese Tragödie aufhalten, bevor ihre Saat gesät wird. Um das Böse von dieser Welt zu exorzieren, muss die Sonnengöttin Amaterasu wieder auf die göttliche Ebene zurückkehren. Ich bete, dass du aus dem Himmel über diese Welt wachen wirst. Und dass du uns allen den Frieden wieder bescherst. Das Beste finde ich daran, dass ich jetzt die Capture-Card noch habe zum Finale dieses Spiels. Die Soundqualität ist da gefühlt noch deutlich besser im Vergleich zu vorher als die Bildqualität. Also, ja, je nachdem wie viel gelabert wird,
Kann sein, dass die Folge ein bisschen länger wird, aber im Prinzip schaffen wir einen Boss Rush, denke ich. Dann wird hier keiner sein, ja. Ja, sagst du ja selber, das ist an die Reihenfolge gekoppelt. So, 9-Schwanz Rematch. Und ich lasse mich direkt treffen. Wow, war nicht letztes Mal der Rentner der, der am längsten gelebt hat? Ja, trotzdem. Okay, ich sollte vielleicht langsam mal... Zack. Also, haben wir schon ein bisschen was weggemacht. Hui, hör auf deine Exkremente auf dem Schlachtfeld zu verteilen. So, wieder warten, bis wir das machen können. Natürlich lande ich bei dem einen Unverwundbaren. Boah, ich spiele fucking schlecht gegen neuen Schwanz. Das muss man mir lassen. Also, letzte Phase. Das klappt, danke. Hä? Kamera, Hilfe! Gott! Warum mache ich so viel Schaden, Mann? Könnt ihr das nicht ein bisschen spannender gestalten hier? Ja, trotzdem, man kann die Bosse vielleicht ein bisschen bumpen, damit ich die nicht irgendwie, sagen wir, two-shotte. Also, ja, im Prinzip würde ich die Folge jetzt eigentlich beenden, aber das ist Orochi Battle, kann ich jetzt noch machen, damit dann der Final Boss eine eigene Folge bekommt. Also, 4 der 5 Bosse haben wir hinter uns. Einer fehlt noch. Derjenige, den man für eine ganze Weile für den Hauptbösewicht des Spiels gehalten hat. Aber letztendlich ist er auch nur ein random Keck, der hier rumchillt. Trotzdem. Ich habe auf dich gewartet, Okami Amaterasu. Mein flüchtiger Geist wird jeden Moment verschwinden. Dann kann ich dich wohl nicht lange zulabern. Nee, Spaß, natürlich mache ich das. Vor langer, langer Zeit bist du mit Orochi zusammen auf diese Welt gefallen. Dann hast du dich auf den Auserwählten gewartet, um Orochis Leben zu beenden. Du hast geduldig zahllose Monde abgewartet, bis endlich der Auserwählte Nagi geboren war. Gemeinsam habt ihr dafür gesorgt, dass das Monster des Mondes von seinem Schicksal ereilt wurde. Es war dir nicht bewusst, aber es war nur eine Welle im Meer der Finsternis. Es ist genau 100 Jahre her seit der Legende von Nagi. Das Monster hat in aller Ruhe seine Kräfte in all den Jahren gesammelt, bis es Nagis Nachfahren Susano dazu benutzt hat, seine Wiederbelebung abzuschließen. Und es versuchte noch einmal, diese Welt zu zerstören. Als du es zerstört hast, begann der nächste Schritt seines Plans. Es verfluchte das Land mit seiner bösen Kraft. Und die Welt wurde schon bald von Monstern aus der Eiche überrannt. Orochis böse Essenz war mehr als genug, um sie alle anzutreiben. Die glimmernden Kräfte der Finsternis verbreiteten sich
über ganz Nippon und die Welt wurde in einen noch nie dagewesenen Sturm des Chaos geworfen. Und danach, nun, das hast du ja mit deinen eigenen Augen gesehen. Diese bösen Kräfte, welche die von dir besiegten Monster verließen, haben sich alle hier in der Arche der Yamato gesammelt. Die Wurzeln des Bösen auszutreiben ist eine gewaltige Aufgabe. Du musst deine Augen offen halten, um zu erkennen, was sich im Zentrum der Dinge befindet. Ja, der nächste Bosskampf. Der letzte aus dem Boss-Rush, Orochi. Ja, auch möglich. Aber im Zentrum im Moment so im Fokus steht der Orochi-Battle. Komm her, Digi. Wäre schön, wenn ich nicht sacken würde. Dieses Mal weiß ich auch, was ich mache, sobald die zweite Phase beginnt. So, saugt nur euer Gedöns. Sauf. Sauf auch. Ich bin ein gutes Vorbild für alle Minderjährigen. Mehr Alkohol! Okay. Vorbildfunktion für heute habe ich wieder erfüllt. So, die Glocke haben wir wieder zusammengeschlagen und dieses Mal ziehe ich mir das Feueramulett an. Ich merk's. Okay, ein Kopf ist weg. Ich kann die gut töten hier. Aua. Los, sauf du auf. Ich mach zum Glück genug Schaden, um gut wegzusweepen. Dass die Bosse keinen Lebensbuff bekommen haben. Hallo? Macht's ein bisschen langweilig, aber zum Glück dauert's auch nicht lang dadurch. Ansonsten könnte das sehr zäh werden. Greif mich doch an, Bitch. Trau dich, Bitch. Vor allem darf ich anmerken, dass letztes Mal, wo ich das Feueramulett nicht drin hatte... Okay, jetzt war das erste Mal, dass ich überhaupt getroffen wurde von einem Feuerball. Ja, okay, jetzt wird's krasser. Ja, probier's doch, du Haufen Scheiße. Die Köpfe easy one-hitten zu können, ist auf jeden Fall eine Erleichterung in dem Kampf. Also One-Hit halt in einer Runde. Ja, entspann dich, Brudi, wenn du in den Weg gehst. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es eine gute Entscheidung für mich ist, den Boss so zu bekämpfen und nicht, indem ich im Hintergrund campe.
so hoi. Okay, das hat noch gezählt. Der Kampf ist deutlich besser als das erste Match gegen den wahren Orochi. Es sind bereits alle Köpfe außer einem weg. Und der will jetzt auch noch. Ist eine sehr lange Folge. Schon wieder nicht ganz so lang wie die letzte, aber das war klar. Aber wir haben den Boss Rush abgeschlossen. Und ich werde jetzt einfach an dieser Stelle die Folge auch beenden. Die kommt in die nächste Folge. Ja, trotzdem, die Folge ist lang genug. Also, wenn euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, wenn ihr das große Finale des Spiels, den Final Boss Fight, nicht verpassen wollt. Ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich bin hyped.